Wir haben Ende November und ich werde in diesem Video 7 Tage lang draußen in einem See Eisbaden gehen. Ganz kurz vorweg, ich streame momentan im Dezember jeden Tag. Wenn ihr also dabei sein wollt, klickt auf den Twitch-Link in der Videobeschreibung oder auf den YouTube-Link, um die Highlights zu sehen. Wir sehen uns im Stream oder auf dem anderen Kanal. In einem meiner letzten Videos ging es schon darum, dass ich deutlich unzufriedener mit mir über die letzte Zeit geworden bin und ich immer wieder Auswege suche, wie ich das verbessern kann. In dem ersten Video aus der Reihe habe ich dann geatmet. Das hat eine Menge Spaß gemacht und hat auch schon einiges gebracht. Aber zu dieser Atemtechnik gehört bei Wim Hof auch noch etwas anderes, nämlich das Eisbaden. Im Prinzip ist das auch eigentlich das, womit Wim Hof berühmt geworden ist. Da hat er seine Rekorde aufgestellt, das macht ihn besonders und der bleibt in so eiskaltem Wasser oder wirklich von Eiswürfeln umgeben für mehrere Minuten. Das werde ich in diesem Video nicht machen, aber ich werde jeden Tag Eisbaden gehen und schauen, ob das eine Veränderung auf meine Gesundheit hat und ob das eine Veränderung vielleicht sogar auf meinen Arbeitsalltag und meine Konzentrationsfähigkeit und so weiter hat. Denn das verspricht diese Methode. Ich werde in diesem Video schauen, ob diese Praktik mir dabei helfen kann, mein Immunsystem zu stärken, mein Gesundheitssystem zu stärken und zum anderen, ob es mir dabei hilft, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, sodass ich die Scheißaufgaben, die mich so jeden Tag konfrontieren oder die ich zu erledigen habe, dass ich die einfach besser machen kann und somit insgesamt gesünder und glücklicher werde. Dein Gesundheitssystem. Habe ich das gesagt? Ja. Echt? Ja. Ja, mein Gesundheitssystem. Ich habe ein eigenes Gesundheitssystem. Jens Spahn ist mein Gesundheitsmanager. Was aber an diesen ganzen Versprechen dran ist, werden wir jetzt herausfinden. Viel Spaß. Ich will hier gar nicht so lange hin und her machen. Ich habe mich ja eh schon dafür entschieden, das jetzt für die nächsten 7 Tage zu machen. Deswegen werde ich mich jetzt einfach umziehen und reingehen. Unter Beobachtung der Angler, die zu meiner Rechten, zu meiner Linken und direkt vor mir sind. Also meine Nase läuft schon und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich jetzt schon hier so an der frischen Luft arschkalt, aber ich ziehe durch und wir bekommen das hin. Kein Scheiß, ich bin davon ausgegangen, dass es kalt ist, aber dass es so kalt ist, damit hätte ich niemals gerechnet. Es war wirklich unglaublich und ich habe mich komplett verschätzt. Wer hätte damit Ende November nur rechnen können? Alter, es ist no joke, so gestört kalt. Ich hoffe, man sieht das, aber ich bin am Dampfen. Ich fühle meine Haut nicht mehr. Ich fühle meine Haut nicht. Jetzt no joke, ich spüre einfach meine Haut nicht mehr. Was irgendwie komisch ist, seitdem ich aus dem Wasser raus bin, habe ich kein einziges Mal gefroren, also wirklich keine Sekunde. Ich glaube, der Körper arbeitet halt einfach so stark dagegen und fängt an, so viel in Schwung zu bringen und den Körper so warm zu machen in dieser Situation, in der es im Wasser so extrem kalt ist, dass einfach nachher die Außentemperatur, die nicht so kalt ist wie das Wasser, überhaupt kein Problem mehr ist. Weil der Körper halt probiert, da komplett gegenzuarbeiten und vielleicht irgendwas freisetzt wie in irgendeiner Stresssituation oder so. Den Tag an so einem See gestartet zu haben, niemand um einen rum, außer so ein paar Angler, tut schon gut. Und wir haben jetzt nicht mal 10 Uhr, ich bin immer noch komplett pünktlich im Büro, kann anfangen zu arbeiten, aber habe irgendwie das Gefühl, schon was geschafft zu haben oder zumindest irgendwas für mich gemacht zu haben. Man könnte sich auch fragen, wie ich darauf komme, das alles zu machen, und ich glaube, darauf habe ich eine ziemlich genaue Antwort. Anfang des Jahres habe ich Fritz Meinecke kennengelernt, ein wirklich sehr besonderer YouTuber, der sich eigentlich um Outdoor- und Survival-Kram kümmerte. Wir waren gemeinsam auf Madeira und was ihn von uns unterschieden hat, war, dass er abends kein Bier getrunken hat, dass er nicht bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts wach war, sondern früher schlafen gegangen ist und dafür auch 3 Stunden vor uns aufgewacht ist. Und gerade, also no joke, der ist wirklich einfach so den kompletten Berg in Madeira hochgewandert, durchs Gestrüpp. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Wie kann das sein, dass jemand so einen inneren Drang hat, so ein Feuer hat, über seine eigenen Grenzen hinwegzugehen und sich immer wieder solchen Situationen, solchen Extremsituationen auszusetzen. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich das hier jetzt auch probiere. Aber damit nicht nur ich verstehen kann, was Fritz Meinecke antreibt und was ihn zu der Person macht, die er ist, bin ich zu ihm gefahren und habe ein Porträt mit ihm gedreht für ein neues Format, was nächste Woche rauskommt oder in den nächsten Wochen irgendwann. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. An Tag 2 hat sich zu Tag 1 quasi gar nichts verändert. Ich bin kein bisschen besser mit der Kälte klargekommen. Es war genauso kalt wie an Tag 1. Ich habe es aber geschafft, ein bisschen länger auszuharren und auch im Wasser ein bisschen ruhiger zu werden. Also einfach nicht so super schnell zu atmen und mich einfach darauf einzulassen und ruhig zu werden. Außerdem habe ich angefangen, die Zeit am See morgens einfach ein bisschen besser zu genießen und bin ein bisschen weiter rumgelaufen und das hat echt gut getan. Also gute Abwechslung zu meinem normalen Stadtalltag. Und kein Scheiß, an Tag 2 habe ich schon Resultate gemerkt. Ich bin ins Büro gekommen, habe hier diesen ganzen Trail
Trash rumstehen sehen, der mich seit mehreren Wochen abgefuckt hat. Ich habe es immer vor mir hergeschoben, diesen ganzen Kartonkram und so wegzuräumen. Und dann habe ich gedacht, ey, es ist überhaupt kein Problem, ich kümmere mich jetzt einfach drum und habe das sofort geregelt. Und dann habe ich verstanden, woran das liegt. Wenn ich mich morgens schon so einer Situation aussetze und so über meinen inneren Schweinehund hinweggehe, dann werden die scheinbar großen Probleme, die man so über den Tag hat, also nicht so, als wären jetzt diese Kartons wegzubringen ein Riesenproblem, aber so Sachen, die einen einfach abfacken, die man vor sich herschiebt, sind einfach kein Problem mehr. Man erledigt sie einfach und hat dann Ruhe. Dann hatte ich gehofft, dass ich über die Tage weniger Probleme damit habe, ins kalte Wasser zu gehen, dass es sich weniger kalt anfühlt, weil man sich dran gewöhnt oder so, und das ist nicht passiert. Ich glaube, man wird sich, egal wie lange man das macht, nicht an die Kälte gewöhnen, und genau das macht auch den Reiz aus. Was ich aber für einen Riesenunterschied gemerkt habe, ist, dass ich mir viel weniger Gedanken darüber gemacht habe. Ich wusste, ich werde das machen, also habe ich nicht gewartet. Das Wasser wird nicht wärmer, die Briefe, die im Stapel im Büro liegen, arbeiten sich nicht von alleine ab. Ich habe mich mental einfach darauf eingestellt, die Sachen einfach zu machen, ohne darüber nachzudenken, und das war ein Riesenvorteil, von dem ich auch mega in meinem normalen Arbeitsalltag profitiert habe. Hier hinzukommen, die Sachen zu machen, die gemacht werden müssen, und mich nicht ablenken lassen von irgendeiner Social-Media-Scheiße, irgendwelche Insta-Stories gucken, sondern ich wusste, was es zu tun gab, und ich habe die Sachen einfach gemacht, und ich glaube, das ist das, was man bei diesem Projekt oder was ich bei diesem Projekt extrem gelernt habe. Tag 4 und 5 war es super stressig für mich, zum See zu fahren. Das ist immer mit einer Stunde Fahrt verbunden, und da habe ich mich dafür entschieden, einfach kalt zu duschen. Das hat im Prinzip denselben Effekt, den inneren Schweinehund überwinden, aber man muss eben nicht eine Stunde seines Tages dafür opfern, zum See zu fahren, und das ist vielleicht auch das einzige Problem, was ich mit diesem Projekt hatte, dass es vielleicht nicht immer im Alltag möglich ist. Es ist so geistesgestört kalt. Es ist einfach noch so halb gefroren, weil es jetzt schon relativ spät morgens ist. Es ist schon so ein bisschen wieder angetaut, aber es ist wirklich kalt. Also ich muss schon sagen, heute ist wirklich unterdurchschnittlich kalt. Viel kälter als die letzten Tage. Also so richtig, richtig kalt. Und es ist halt sehr am Winden, was die Sache nicht besser macht, wenn ich gleich nass aus dem Wasser komme. Aber ich habe heute ein vernünftiges Thermometer mit, um zu checken, wie kalt das Wasser wirklich ist. Außentemperatur heute 6 Grad. Wasser werden wir jetzt sehen. Okay, scheinbar ziemlich genau 10 Grad. Krass, tatsächlich hätte ich gedacht, dass es noch ein bisschen kälter ist. Also 10 Grad ist, scheint mir gar nicht so wenig, aber es ist wirklich extrem kalt. Ist nicht vergleichbar mit 10 Grad Außentemperatur. Verschiedenste Strategien, sich abzuhärten. Ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der mit dem Ziel hinkommt. Heute ist der allerletzte Tag meines Projektes. Ich habe mir extra einen Kameramann, Max, mitgenommen, der mich begleitet. Ich muss wirklich sagen, ich bin happy, dass es jetzt so langsam zu Ende geht. Ich würde es niemals machen. Ja, es war wirklich hart. Also so an Tag 3 musste ich mich wirklich richtig aufraffen, in den See zu gehen. Aber genau das war ja das, worum es mir ging. Und genau aus dem Grund hat es auch funktioniert. Also ich habe es geschafft, gegen meinen inneren Schweinehund so übelst krass anzukämpfen und auch nach dem dritten Tag immer noch weiter Eisbaden zu gehen. Aber ob ich das jetzt täglich brauche, irgendwie anderthalb Stunden, eine Stunde unterwegs zu sein, um mich für eine Minute hier in so ein Eisbad reinzusetzen, weiß ich nicht. An Tag 4 und 5 habe ich ja nur kalt geduscht, also so richtig kalt. Jetzt gehe ich aber als allererstes mal wieder ins Wasser und dann sprechen wir uns nochmal. Ja, das ist auch wieder so ein Problem. Heute ist es wieder windig, wie an ein paar der anderen Tage auch. Also tatsächlich habe ich das nicht 7 Tage am Stück gemacht, weil es einfach arbeitsmäßig an ein paar Tagen nicht geklappt hat. Insgesamt war ich jetzt 7 Tage, aber halt über irgendwie anderthalb oder 2 Wochen, glaube ich. 6 Grad. Ja, 6 Grad hatten wir beim letzten Mal auch. Digga, das ist so wahnsinnig. Hey, du kannst. Es ist wirklich schon echt verrückt. Das muss man sagen. Also Ende November, Anfang Dezember sich das anzutun. Oh. Ey, das ist so, das sieht so falsch aus. Hier sind auch Leute immer, die so vorbei wandern und so übelst eingepackt sind und dann so gucken, so, hey, what the fuck? Ja, das ist doch einfach nur bescheuert. Ey, das ist so falsch. Das ist so falsch. Und wie ist es so? Bist du froh, dass es vorbei ist? Ja, sehr. Okay, du bist auch gerade am Dampfen. Ja, ich bin immer am Dampfen, wenn ihr rauskommt. Wirklich, es war eine Tortur, mich hier hinzuquälen und in dieses eiskalte Wasser zu gehen. Es hat mir aber tatsächlich wirklich dabei geholfen, manche Dinge einfach wegzuschaffen und besser in meinen Tag zu integrieren. Das Büro aufzuräumen, mein Zimmer umzubauen, irgendwelche Kartons wegzubringen, so Kleinkram zu machen, mit dem ich mich eigentlich mehrere Wochen aufhalte, bis ich ihn wirklich erledige und ihn immer vor mir herschiebe. Genau für solche Sachen ist es gut. Wenn man jeden Morgen
so über seinen inneren Schweinehund hinweggeht, dass man in 6 Grad kaltes Wasser springt oder in 10 Grad kaltes Wasser springt, dann hat man auch kein Problem mehr damit, einmal irgendwo durchzufegen, Kartons wegzubringen oder sich irgendwie für 2 Stunden mit irgendeiner Scheißaufgabe zu beschäftigen. Also in dem Punkt war es, boah, ich muss mich leider kurz erst umziehen, fertig umgezogen. Ob es aber jetzt meiner Gesundheit dabei hilft, mein Immunsystem zu stärken, weniger krank zu werden und so weiter, kann ich natürlich in 7 Tagen nicht komplett rausfinden. Ich will es aber auch nicht weitermachen, um euch diese Antwort geben zu können. Laut Wim Hof und anderen Leuten, die es so machen, ist es möglich. Ich werde nicht weiter ins kalte Wasser springen. Es hat zwar Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ich bin kein Typ, der das jeden Tag braucht und der jetzt immer auf warme Duschen verzichtet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns am Sonntag. Macht's gut.